Oh, die Beatles kenne ich schon sehr lange. Und das erste Mal war es in der Indra, hier in der Großen Freiheit. Das ist hier, oh mein Gott, 6, 7 Jahre. Ja, also hier in diesem Lokal hier, da haben die Beatles ihr erstes Gastspiel hier in Hamburg gegeben. Und zwar spielten sie damals noch in wilden Frisuren, gar nicht so wie heute, und waren natürlich, als wir zum ersten Mal durch Zufall hier reinkamen, stark beeindruckt von diesen Leuten, die da ganz andere Sachen sangen, als wir sie gewohnt waren. Sie machten viel härtere, rhythmischere Sachen, und vor allen Dingen das Publikum, was da unten verkehrte, war ziemlich halbstarke Leute, und die haben sich mit Sicherheit auf uns gestürzt und haben fast jedes Mal, wenn wir reinkamen, da Krawalle gemacht, sodass wir uns immer unsere Haut wehren mussten. Dieses Band, das die Beatles ungefähr 1959, genau weiß ich das Datum nicht, aufgenommen haben, und zwar in ihrer ersten Formation mit Stuart, mit John, mit Paul und mit George. Sie haben da in der Wohnung von Stuart geübt. Stuart Sutcliffe. Fotos aus der Kaiserkillerzeit 1959. Ja, Herr Koschmider, der damalige Inhaber vom Kaiserkeller, der war nicht recht einverstanden damit, dass die Beatles hier auftraten, und versuchte nun irgendwie den Beatles einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen und machte damals eine Anzeige wegen Brandstiftung. Mussten die Beatles in die Davidswache, oder wie war das? Ja, die Beatles traten dann hier auf, und am ersten Abend wurden sie dann nachts von der Bühne wegverhaftet und verbrachten die ganze Nacht auf der Davidswache, und nächsten Tag wurden sie dann deportiert. Lieber Peter, wir müssen erst eine schriftliche Erlaubnis von der Fremdenpolizei haben, bevor wir zurückkommen können. Sonst geht Koschmider zur Polizei und wir werden alle im Gefängnis landen. Die bestanden damals aus 5 Mann. Der Stuart Sutcliffe war dabei und spielte Bass. Wie sahen die Beatles damals aus? Ja, recht hart, richtig wie Rocker. Hatten dementsprechend die Frisuren. Die Kleidung war dementsprechend mit schwarzen Lederhosen und schwarzen Lederjacken, teilweise Jeans. Und na, ich möchte sagen, nicht so gepflegt wie heute. Ja, die erste Schallplatte wurde zusammen mit Bert Kempfert hier in Hamburg produziert, und zwar die Beatles zusammen mit Tony Sheridan, und der Titel hieß My Bonnie. Wie hießen die Beatles damals? Die Beatles wurden unter dem Namen Beat Brothers produziert. Nach der ersten Aufnahme haben die sich fürchterlich betrunken und trugen sich dann um 7 Uhr hier gegenseitig auf den Schultern in den Laden hinein. Konnten sie noch spielen? Ja, es ging, aber teilweise nur im Sitzen. Ich möchte sagen, einer von ihnen trank sehr gern. Wer? John war es. Nicht? Und es kam dazu dabei auch sehr oft zu kleinen, nicht geplanten Dingen, sodass zum Beispiel John nicht spielen konnte. Oft war es nicht, aber ein- oder zweimal kam es vor. Nicht? Und dann war natürlich der Stahlclub-Chef, Herr Weißleder, sehr böse, und es artete einmal so weit aus, dass sie fast ihr Gastspiel hier in Deutschland abbrechen wollten. Ne? Sie waren fürchterlich betrunken. Plötzlich stand John auf der Bühne in der Badehose und mit der Klobrille um den Hals. Alles jubelte und schrie. Und der Paul kam auf die Bühne, hatte die Jacke von dem King Size Taylor, das war auch eine Band im Starclub, die dort spielte, aus Liverpool. Und sah dann natürlich zum Todlachen aus, denn die Jacke konnte für ihn ein Mantel sein. Und sie rasten nun
machten da auf der Bühne rum und nur Faxen und dummes Zeug und plötzlich ging der Vorhang zu. Und Manfred Weißleder, der Chef vom Star Club, war sehr böse und sagte den Beatles, sie könnten am nächsten Tag nach Liverpool fahren. Der John war so betrunken, er kümmerte sich kaum drum. Na, ist gut, sagt er, fahren wir zurück nach Liverpool. Und natürlich am nächsten Tag, als sie nüchtern waren, waren sie alle doch ein bisschen sauer. Und ich bin dann einfach mit Paul, weil John sich so schlecht entschuldigen konnte, hochgegangen zu Manfred und habe dann gefragt, ob alles wieder in Ordnung ist und ob sie nicht wieder spielen könnten. Das käme nicht wieder vor. Naja, und so war dann eben auch alles wieder in Ordnung. Naja, also wie bei allen jungen Leuten war es natürlich auch bei den Beatles so, dass die uns hier manches Kopfzerbrechen gemacht haben. Ich meine, nicht innerhalb des Starclubs, aber auch so in der Freizeit. Die waren natürlich immer zu allerhand Scherzen aufgelegt. Die Arbeitszeit war recht lang hier. Die mussten 7 Stunden die Nacht spielen. Und zwar, es waren keine vollen 7 Stunden. Die spielten immer 1 Stunde und hatten dann eine 1/4 Stunde Pause. Wie viel Geld bekamen Sie? Die verdienten damals 40 Mark pro Nacht. Jeder Einzelne? Jeder Einzelne, ja. Sie haben da monatelang ununterbrochen gespielt. Sie hätten sicherlich noch sehr viel länger gespielt, wenn nicht plötzlich eines Tages die Fürsorge gekommen wäre und festgestellt hätte, dass Paul und vor allen Dingen George, ja, George noch unter 18 Jahren waren. Und da sind sie des Landes verwiesen worden. Nachdem die Beatles dann ihr Alter gehabt haben, also alle 18 waren, nicht? Da kamen sie dann wieder nach Deutschland zu unserer aller Freude und eröffneten hier den Star Club. Die Beatles haben hier verdient 2000 Mark netto wöchentlich, zusätzlich An- und Abreise sowie Hotelkosten. Die Beatles waren, bevor sie im Star Club waren, schon einmal in Hamburg, und zwar ein Jahr vorher schon mal. Das hat ihnen allerdings nicht sonderlich gefallen. Die hatten an und für sich nicht vor, noch mal wiederzukommen. Ich habe aber dann jemand rübergeschickt nach England und habe mit ihnen sprechen lassen und auch mit Herrn Epstein sprechen lassen. Und die sind dann wieder hierher gekommen im April, nachdem wir genau vorher festgelegt hatten, dass sie hier eine Möglichkeit hatten, sich aufzubauen. Ich habe in der Bar gearbeitet. Über 2 Jahre, also vom ersten Tag, als der Start war, habe ich da gearbeitet. Und die Beatles haben jeden Abend hinter der Bar gesessen bei mir, getrunken. Und Paul hat sich auf die Eisbox gesetzt und sagt, kämm mir bitte die Haare. Dem musste ich jeden Abend die Haare kämmen. Das hatte er so furchtbar gern. Und was hatten die Beatles für ein Verhältnis zu Mädchen? Ja, auf jeden Fall haben sie hier nichts anbrennen lassen. Also sie haben alles mitgenommen? Alles mitgenommen, ja. John ist der Größte. John kann sehr schlecht gucken. Ich weiß nicht, ob das ist im Allgemeinen bekannt ist. Immer wenn er, und jetzt, man flaxt mich noch ab und zu damit, weil ich ja eben John am liebsten mochte. Wenn er sein Geld aus der Tasche rausbekam, dann hat er meist so gezählt, als es sah dann irgendwie putzig aus. Nach den Shows sind wir meistens in die Hölle gegangen. Ja, und da war es natürlich auch so. Vor der Hölle ist ein Brunnen, so ein kleiner Brunnen. Da gingen die Beatles dann erstmal alle rein baden. In voller Ausrüstung. Und anschließend ging es dann so nass, wie sie waren, in die Hölle und dann wurde getrunken, bis sie trocken waren. Einmal habe ich übrigens einen Beatle fast ins Jenseits befördert. Und zwar habe ich mit Paul McCartney in der Hölle, bezeichnenderweise auf der großen Freiheit, ein bisschen was gesoffen. Und dann sind wir beim Verlassen des Lokals in den davor stehenden Springbrunnen gesprungen und haben da drin gebadet. Es war mitten im Winter und natürlich waren wir durchnässt und wahnsinnig durch Kälte. Es war wahnsinnig kalt und dann haben wir beschlossen, schnellstmöglichst zu mir nach Hause zu fahren. Und dabei kamen wir auf dem Weg durch diese Kurve. Und in dieser Kurve habe ich wohl ein klein bisschen zu schnell die Kurve genommen und bin rausgeschleudert worden hier auf die linke Seite. Und von vorn kam ein Wagen, der uns bestimmt draufgeknallt wäre, wenn er nicht so geistesgegenwärtig gewesen wäre und schnellstens über den Bürgersteig ausgewichen wäre. 1963 am Neujahrstage brachte ich die Beatles hier zum Flugplatz, um sie nach London zu verabschieden. Wir kamen hier an und da stellte sich heraus, dass aus Wetterverhältnissen in London plötzlich der Flug um 4 Stunden verschoben werden musste. Wir setzten uns dann, nachdem wir erst was gegessen hatten, hier in diese Bar und haben in dieser Bar
ein paar Whisky getrunken. Wir saßen hier an diesen Plätzen und unterhielten uns, machten irgendwelche Späße, wie es die Beatles immer taten, unterhielten uns über alle möglichen Sachen. Und plötzlich, während dieses Gespräches, sprang Ringo auf und fiel John um den Hals und schrie Happy New Year, John. Und dann sprang Paul auf und sagte Happy New Year, Ringo. Und Happy New Year to wish you. Und wieder klang dieses Happy New Year durch den Raum. And a very new year. Und es war sehr lustig gewesen. Ich habe mich und sie wünschen mir auch manchmal Glück. And a merry new year. All the best for Christmas. Es war ja auch ein schönes Jahr geworden für die Beatles. George beispielsweise ist ein ganz ruhiger Junge, während Ringo ein bisschen clownhaft ist. Und John Lennon ist etwas sarkastisch, ironisch. Und Paul ist eigentlich ein sehr netter, aufgeschlossener junger Mann, der auch meiner Meinung nach der Band sehr viel Drive gibt, also der die Band treibt.